Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Crash Bandicoot Cortex Strikes Back. Ich verklick mich hier durch. Ich habe meine Maus nicht im Bild. Das sind schon mal gute Zeichen. Bin auf der Jagd nach alten Kristallen. Natürlich ist das jetzt soweit hier in der Stage möglich. Ich müsste nur kurz überlegen, wie ich weitermache. Ich werde diese Stage jetzt erstmal. Das ist die falsche Richtung. Ja. Ich werde die Stage jetzt nicht fortsetzen mit den Kristallen. Ich möchte. Obwohl, mal kurz überlegen. Ich schaue mir in dem Level mal an. Denn ich. Nee, es ist nicht das Level. Ich bin jetzt im falschen Level. Egal, wir machen das jetzt einfach dann mal auf dem Edelstein. Damit wir den auch schon mal haben, wenn ich schon mal hier rein bin. Muss ich ja auch gleich lohnen. Ich weiß nicht, wie es im zweiten Level, dem Surfboard-Level aussieht. Denn nach meinem Wissen kommt man da auch über die Secret Stage rein. Nur inwiefern nötig die Secret Stage ist, weiß ich da jetzt gerade nicht auswendig. Daher müsste ich nachschauen, ob ich den roten Edelstein brauche ich den. Ich weiß es gerade nicht. Ich mache ihn einfach mal. Wird schon schief gehen. Geht's einmal nach oben. Na ja, gut, war eine gute Entscheidung. Hier gibt es nämlich Kisten. Dann machen wir mal die Kisten kaputt, weil. Tippt mal, das könnten wir eventuell gebrauchen. Nitro-Kiste, schön. Aua. Wenn ich da von hinten jetzt dagegen springe, sterbe ich oder sterbe ich nicht? Ich sterbe nicht, das ist gut. Und ich weiß schon wieder, was das für ein Spaß war. Ja. Der war jetzt knapp. Dann mache ich es doch lieber auf die einfache Art und Weise. Mal kurz abwarten. Damit es ja auch alle Kisten zählt. Hi. Hüpf. Ja. Denke mal, ich würde gern in dieser Aufnahme die zweite Stage auf jeden Fall mit abschließen. Je nachdem, wie nötig auch die. Oh mein Gott. Die. Oh, okay. Die Secret Stage würde ich weitestgehend auch schon gern abschließen. Denn. Ich weiß momentan nicht alle Secret-Stage-Eintritte. Die müsste ich dann suchen, weitest gehen. Aber ich denke mal, das dürfte jetzt nicht das Problem sein. Ja, noch rübergekommen. Da ist sonst nichts. Nein. Da müsste ich nochmal runterspringen können. Da mal kurz durch. Da kurz durch. Oh Gott. Hopp. Kann ich so nochmal drüber springen? Oh nee. Ich hab doch keine Maske. Ist doch nicht nett. Das ist überhaupt nicht nett. Hi.
Kiste rüber. Ah, Nitro-Kisten-Switch. Ich verstehe schon. Nur wo komme ich jetzt raus? Das... Okay, beim roten Edelstein. Gut zu wissen. Dann ist der einfach nur dafür da, dass man alle roten, alle schönen Kisten bekommt. Gut. So, die Kiste möchte ich möglichst auch noch mitnehmen. Dadurch, darüber. Gut. Checkpoint. Macht es natürlich schon ein bisschen einfacher. Ja. Super. Ganz toll. Da ist eine Kiste irgendwo, die ich jetzt mit Bauchpatscher kaputt gemacht habe, was jetzt so nicht geplant war. Alles kaputt da oben. Sieht stark nach aus. Dann einmal da durch. Ja, überlebt. Das ist gut. Und da rein. Upp. Einmal einen schönen Bauchklatscher. Da hoch. Da hoch, da hoch, da hoch. Ach, das ist das. Ich kann mich schon wieder erinnern. Ich glaube, zumindest das, das war, was ich nach Erinnerung habe. Wahrscheinlich. Ach ne. Die habe ich ja gar nicht vorgestellt. Die Bonus-Level da. Die Bonus-Levels. Ja. Denn ich wollte ja nur die. Level in der Stage vorstellen, da die da die durch einen Fehler in der Aufnahme ja verschwunden sind indirekt, habe ich ja die Bonus-Level weitestgehend ja ausgelassen. Ich kann mich wieder erinnern. Hopp. Dann machen wir das Bonus-Level nochmal. Sollte möglichst einem Bonuslevel ja eigentlich nicht passieren. Aber ich schaff's natürlich. Das ist halt. So. Ne. Mach ab ne Kiste kaputt. Los. Los. Mach's an. Ja. Geht. Hey, yeah, yeah, yeah. Vorsichtig und rüber. Gut. Jetzt haben wir das Bonuslevel geschafft. Top. Dass ich einfach schon so extrem am Anfang fehle, das ist echt super. Aber hey, ich habe das Leben bekommen. Das ist gut. Haben wir noch nicht genug. Noch ein Leben. Cool. Pinguin. Tolle Roller. Tolle Roller, Roller. Und, keine Ahnung. Tolle Roller. Nee, so war das nicht. Wie war das nochmal? Roller, Roller? Nee. Hm, keine Ahnung mehr. Wie der Spruch war. Ist aber egal. Denn es geht hier weiter. Da. Und da sind wir auch schon am Ende. Sprich, müssten wir jetzt einen Edelstein bekommen. Ja, super. Willkommen ja auch. Dann hat sich das Level wenigstens schon mal gelohnt. Und das ist auch gut. Währenddessen. Mal kurz aus dem Ladescreen rauskommen. Ich hoffe, das sieht man nicht. Denn ich brauche noch eine Übersicht und ja. Jetzt habe ich es und jetzt passt es wieder. Jo, das Level war es, genau. Möchte ich gucken, wie weit es geht, man ohne dass die Secret Stage hier die Edelsteine schafft. Ich möglichst jetzt ohne zu sterben zu einem gewissen Punkt, denn hier gibt es dieses berühmte Totenkopf-Level. Ich mache einfach mal alle Kisten mit kaputt. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr sinnvoll das ist, denn ich weiß auch nicht, wie man, wo man aus der Secret Stage hier herkommt, ob das ein eigenes Level ist oder ob das für die Kisten gedacht ist, habe ich leider keine Ahnung. Nur das
sehen wir ja. Wenn die... Ups. Ja. Wenn die Secret Stage das Level nicht... Die Level nicht benötigt, zu weit. Obwohl bei einem tut es, das weiß ich ja jetzt schon. Gut, ich glaube, dann hätte sich das schon geklärt. Dann mache ich die Secret Stages als erstes. Weil dann weiß ich, wie ich mich um die Edelsteine kümmern muss und welche ich noch brauche und alles. Ich glaube, das macht es am einfachsten, wenn ich so im Nachhinein bedenke. Mir fällt jetzt schon ein Level ein, wo man es auf jeden Fall braucht. Top. Zählt das jetzt für... Ich hoffe nicht. Wenn doch, dann... War ich hier sehr wahrscheinlich umsonst drin, ne? Denn dann gibt es, glaube ich, keinen Edelstein. Aber gut, das sehen wir ja gleich. Denn an der Stelle muss ich jeden Moment vorbeikommen. Möglichst nicht drüber wieder. Da einmal rüber. Hm, hat hervorragend funktioniert. Sogar ein Leben dazu bekommen. Das ist super. Haben wir noch nicht genug? Nein. Okay. Der könnte ein bisschen kompliziert werden. Aber okay. Oh, gut. Das Totenkopf-Level scheint noch verfügbar zu sein. Und das ist auch sehr gut so. Denn dann würde ich doch einfach mal sagen, reinschauen. Entweder braucht man, ist das eigenstehend jetzt mit eigenem Ende oder ich erinnere mich mehr als Bonuslevel. Das ist toll. Das ist ganz lustig. Das ist super einfach. Daneben zu springen. Komme ich da jetzt auch wieder rein? Fragezeichen. Wäre ja auch über zu wissen. Ich glaube, da komme ich nicht mehr rein. Nö. Gut. Ja, ja, ich komme wieder rein. Das ist gut. Das ist sehr schön. Sprich, permanent hier ein Leben. So könnten wir jetzt viele Fehler bauen, wie wir wollen. Solange wir das Leben bekommen, ist das ja eh. Ach no, nee, wir haben durch den Apfel Leben bekommen. Okay, das ist dann natürlich ein bisschen anders. Ne, ich will nicht zu weit nach vorne kommen, weil sonst ist blöd. Sonst falle ich wieder ans Wasser, wie letztes Mal. Das ist voraussichtlich keine gute Idee. Nein. Gut. Ja, nee, ist klar, ne? Schön. Dann... auf ein neues. Ich mag das Bonuslevel so sehr. Ich glaube, da kann ich die Kiste hier ja eigentlich ignorieren. Denn die Kistenedelsteine würden wir dann wahrscheinlich so nicht bekommen. Aber gut, das, da würde ich mich überraschen lassen. Ich habe so meine Probleme mit diesem Bonuslevel, als mit diesem Kopflevel. Aber gut. Das kriege ich schon irgendwie auf die Reihe. Irgendwie. Das auf jeden Fall. Ah, das war knapp. Aber gut. Nitro-Kisten. Nö. Ne? Nitro. Nee, also. Blöder Frame Drop. Aber gut, wir haben es geschafft. Wir sind am Ende. Also die Kisten kommen ja wahrscheinlich auch nur über Secret Level. Das ist gut zu wissen. Also werde ich jetzt die Stage erstmal nicht weiterführen. Ja. Das wird daher dann doch ein bisschen spaßig. Nur ich mache mir ganz kurz eine Unterbrechung, denn ich muss was nachschauen und bis gleich.